Je mehr ich mich mit Fliegeohren beschäftige, umso mehr mag ich sie. Anfangs mochte ich sie überhaupt nicht, aber mittlerweile bin ich ein wirklicher Freund von ihnen geworden. Heute zeige ich euch die Archimede Pilot Chronograph. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ein Sammlerfreund hat eine ganz große Sammlung an gebrauchten Archimede und Limes und aus dieser Sammlung durfte ich mir den Pilot Chronographen ausleihen, um dieses Video zu machen. Eine wirklich fantastische Uhr, ich mag sie sehr, eine angenehme Größe und durch die Chronographenfunktion etwas moderner und etwas aufregender sportlicher als die klassischen Fliegeruhren. Ich freue mich, sie euch heute zeigen zu können. Die Archimede Pilot Chronograph ist eine Fliegeruhr, die auf einer Fliegeruhr im Baumustertyp A aufbaut, ergänzt um ein Chronographenwerk. Verbaut ist hier das ETA Valjoux 7750 in der Elaboré-Version. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm bei einer Bauhöhe von 13,6 mm. Die Krone ist Archimede signiert, wie ihr sehen könnt, und der Abstand Horn zu Horn, also die Gesamtbreite der Uhr, beträgt 51 mm. Ich messe es auch gerne noch einmal mit der Hand nach, um zu zeigen, dass es einigermaßen stimmt. Ich komme hier auf 41,6, 41,7. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich die Rundung nicht hundertprozentig erwischt habe. Der Abstand Horn zu Horn beträgt nach meiner Messung nicht 51 mm, sondern 49,1. Aber auch das ist natürlich relativ viel. Die Bauhöhe beträgt bei mir 13,7 statt 13,6, die Maße passen also in etwa und der Anstoß, die Anstoßbreite beträgt exakt 20 mm. Die, was habe ich jetzt hier gemessen? Klasse, der Abstand der Drücker, na ganz toll. Der Abstand der Drücker beträgt 25,4 mm. Keine Ahnung, was das sagen soll. Die Krone hat 8 mm und das finde ich recht angenehm. Denn hier haben wir eine große und griffige Krone, die in jedem Fall auch gut zu bedienen ist. Ja, das ist die Uhr. Die klassische Anordnung des ETA Valjoux 7750. Das Gehäuse ist gebürstet. Auf der Rückseite befindet sich ein Sichtboden aus Mineralglas. Das Frontglas besteht aus Saphirglas und ist mit einer Antireflexionsschicht behaftet. Die Uhr ist wie alle Pilotenuhren oder alle Fliegeruhren von Archimede bis 5 bar wasserdicht und die Krone ist nicht verschraubt, lässt sich durch Ziehen und Drücken bedienen. Dadurch, dass die Krone die typische Zwiebel- oder Diamantform hat, groß und griffig ist, lässt sie sich auch mit Handschuhen sehr einfach und sehr komfortabel bedienen. Sie rastet sauber ein, sie hat kein Spiel, sie wackelt nicht, alles sehr sauber gearbeitet. Ich werde euch gleich noch einen Nightshot zeigen. Auch diese Uhr leuchtet sehr stark. Ich habe es an der Pilot Bronze in einem früheren Video ja schon einmal gezeigt. Die Leuchtkraft hat mich wirklich überzeugt bei dieser Uhr und für mich ganz wichtig, die ganze Nacht hindurch extrem gut ablesbar. Das Band ist ein klassisches Fliegeruhrenband mit Nieten versehen und Kontrastnaht. Schwarzes Leder, finde ich, passt hervorragend zu der Uhr. Wer mag, kann auch eines in Braun wählen. So, und nun schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Licht aus und hier haben wir die Uhr bei Nacht. Auch wenn wir die Uhr aufheben und bewegen, hier kann man sogar sehen, dass die Leuchtkraft der Zeiger hell genug ist, um den Schriftzug Archimede auf dem Ziffernblatt noch lesen zu lassen. Also wirklich eine sehr, sehr helle
Lumineszenz, eine sehr, sehr helle Uhr, die sich nachts aus wirklich jedem Blickwinkel gut ablesen lässt. Man sieht jetzt bei der 1 und gleich bei der 2 die kleine leuchtende Spitze des Sekundenzeigers laufen. Gleich läuft der Sekundenzeiger über den Minutenzeiger. Man kann also wirklich alles erkennen. Und auch wenn man die Uhr ein kleines bisschen verdreht und nicht frontal auf die Uhr guckt, bleibt sie sehr gut ablesbar und ist wirklich, wirklich eine Uhr, die auch bei schlechten Augen nachts sehr gut geeignet ist, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Lassen wir einmal ein paar Nahaufnahmen spielen. Die Uhr ist sehr sauber verarbeitet, auch wenn man bei dieser Uhr selbstverständlich einige Spuren des Gebrauches sieht. Insbesondere auf der Lünette sind doch einige kleinere Dellen und Kratzer. Diese Uhr wurde also wirklich getragen und auch nicht wie ein rohes Ei behandelt, sondern wirklich im Alltag benutzt, sodass sie auch in meinen Augen normale Gebrauchsspuren hat. Hier unten zwischen der 6 und 7 auf der Lünette, oben auf der äußeren Lünettenkante zwischen 9 und 10, zwischen 10 und 12. Man sieht also einige Spuren auf der Lünette. Die Uhr wurde wirklich gebraucht und das finde ich wirklich charmant, denn so erzählt eine Uhr auch etwas von ihrem Uhrenleben. Auf dem Glas ist auch ein kleiner Kratzer, alles nichts Dramatisches, für mich wirklich eine Uhr in einem guten, gebrauchten Zustand. Die Krone ist Archimede signiert, ist sehr gut griffig, die Drücker sind sauber gearbeitet. Insgesamt eine Uhr, wie ich sie aus dem Hause Archimede erwarten würde, sehr leicht zu bedienen, sehr gut ablesbar. Und bei dieser Uhr, wie gesagt, einige Gebrauchsspuren, die man bei einer gebrauchten Uhr auch wirklich erwarten darf und akzeptieren muss. Das Werk, wie ihr sehen könnt, ist nicht verziert. Es ist das ETA 7750 in der Elaboré-Ausführung. Keine gebläuten Schrauben, kein Sonnenschliff, keine Genfer Streifen. Ein undekoriertes Werk, dafür in einer Preisklasse, wo ich finde, dass man das durchaus verzeihen kann. Die Uhr kostet im Juni 2020 1.640 Euro am Lederband.